Hallo Leute, herzlich willkommen zurück hier bei Resident Evil 2, dem Remake auf der PS4. Ja, zehntes Video. Wir haben im letzten Video beide Elektronikteile geholt, beziehungsweise das zweite im Uhrenturm. Jetzt kann ich mich eigentlich zurück auf den Weg machen in den Untergrund, wie es so schön heißt, und mir diese Schlüsselkarte holen, um aus der Tiefgarage zu kommen. Ja, ich klinke mich mal hier mit der Cam wieder aus. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Und dann machen wir uns mal auf den Weg. Nur als Info für euch, falls ihr selber den Weg sucht. Also wir sind jetzt hier in der Eingangshalle. Wir müssen gucken, dass wir hier rüberkommen. Und dass wir an dieses Treppenhaus kommen, mit dem wir runterkommen Richtung Tiefgarage. Ja, da wir uns die ganzen Hunde verfolgt haben, die mit Sicherheit auch noch da sind. Ich mit meiner wenigen Energie und kaum noch Munition. Ich habe auch kein Schießpulver und nichts. Muss gucken, dass ich da jetzt irgendwie so schnell wie möglich durchkomme. Hier ist noch Brot. Und vielleicht gibt es hier noch irgendwo was. Was ist das hier? Ja, Schießpulver. Gut. Ich habe doch hier zwei Döschen gehabt. Er gibt kombiniert mit Schießpulver Flintmunition oder Mag-Munition. Gut. Jetzt habe ich wenigstens ein bisschen was für die Flinte. Und schon ist er blau. Naja, also rot heißt definitiv, dass es noch irgendwas gibt. So. Ich muss jetzt hier ein bisschen nach rechts. Dann aber gleich wieder links hier. Ja, hier vernageln. Boah, hier geht's ja voll ab. Schuss. Und jetzt kommen diese Mischköter. So. Nein, noch nicht. Die kommen gleich. Hier ist nämlich noch eine Tür. Vielleicht erinnert es sich die, die wir mit der Transformator-Geschichte da aufgemacht haben. So, jetzt muss ich eigentlich nur hier rein. Das heißt rechts und geradeaus. So, und das war mein erstes Video. Boah! Das gibt's nicht. Nicht nur einer, das sind ja mehrere. Na los, boah. Na los, rein, rein, rein. Boah. Ich hoffe, dass die nicht durch die Tür. Boah. Ich fasse es ja nicht. Verdammt. Diese Dreckstiere. Boah, jetzt muss ich bis nach da hinten rennen und habe keine Energie und keinen Schuss. Das war natürlich die falsche Ecke. Oh je. Bis dahin. Heute so lang. Komm schon. Schaffst du. Gib alles. Boah. Komm. Lauf durch. Ich hoffe, dass die mir nicht folgen können. Unglaublich. Hier rein. Das Problem ist, sie sind nachher immer noch da, oder? Boah. Wie soll ich denn den nachher abnutzen? Jede Wette, dass da nachher alle Zellen auf einmal aufgehen. Oh je. Puh. Also Leute, wir sind da. Ich möchte mir das nochmal ganz kurz angucken. Ja, sieht schon nach zwei Teilen aus, die da fehlen. Also müssen wir wahrscheinlich auch beide hier einsetzen. Ich muss das jetzt aber noch auspacken.
Wieso leuchtet da jetzt nur eins? Ha! Oh oh. Ich ahne Schlimmes. Das ist ja interessant, was man da so hört. Oh, transkribiertes Interview. Ja, aber das erklärt nicht die Gerüchte über das Waisenhaus. Ich finde, es ist ein zu großer Zufall, dass Umbrella einer der Stifter ist. Sie sagt, in einem Interview ging es um das neue Stipendium von Umbrella. Ach so, das ist jetzt... Ah, ne. Ich lese trotzdem mal weiter, Leute. Kommen Sie ja nicht, das interessiert doch keinen. Die wollen mehr über das G-Virus wissen und das, wo haben Sie davon gehört? Und das verdammt große Loch mitten in der Stadt, von dem man übrigens munkelt, es führe direkt in Ihr Untergrundlabor. Vielleicht den Hive? Hm. Also, werden Sie mir jetzt antworten oder dieses Interview ist vorbei? Also ist quasi hier nur der Text, weil auf dem Band auch drauf ist. Die Schlüsselkarte haben wir endlich. Gott sei Dank. Durch die Tiefgarage entkommen. Ja, das wird jetzt ein Fest. Was sind die her? Bens Notiz. In dieser Station wimmelt es von Monstern. Ich kann selbst hier ihres Schreie hören. Aber es sind nicht die Zombies, vor denen ich Angst habe. Codename Tyrant. Hm. Mein Verfolger? Die ultimative Biowaffe. Von den Mistkerlen in absoluter Geheimarbeit geschaffen. Wenn ich mir vorstelle, dass der hier herumwandert. Sie haben ihm wahrscheinlich befohlen, alle Zeugen auszulöschen, ja? Mich wollte er auch nicht leben lassen. So, jetzt habe ich hier wirklich, boah, nur noch eine Handgranate. Und die vielleicht mal ausrüsten. Jetzt müsste ich streng gesehen eigentlich mal, was ist das? Erste Hilfespray, habe ich das übersehen? Boah, ist das versteckt. Aber sowas von brauche ich das. Ist ja klar. So. Jetzt wäre noch ein bisschen Munition nicht schlecht. Schon ist alles blau. Ja. Dachte, in den Zellen gibt es vielleicht. Das ist nicht gut. Nein, ist es nicht. Scheiße. Das heißt, ich muss da jetzt am besten durchspringen. Ja? Was ist denn das von hier? Ja? Ah. Boah. Die Zellen durchsucht. Schnell weg hier. Jetzt kommt der Tyrant mir entgegen. Scheiße. Jetzt muss ich hier den einmal ringsrum rennen oder was? Fuck. Okay. Komm schon! Komm schon. Kurz auf die Karte, Leute. Ah, hier sind wir. Jetzt kommt gleich wieder die Scheißhunde. Jede Wette. Boah! Rand! Lass mich los, Arschloch! Jetzt? Aha. Ich glaube nicht, dass der dadurch jetzt tot ist. Wird langsam öde. Dein Arsch retten schon zweimal.
Ich wusste ja nicht, dass du mitzählst. Hör zu, das ist kein Spiel. Das glaube ich jetzt nicht. Hier unten stirbt nichts. Ich hab's mir gedacht. Ich schätze, du hast die Karte? Ja. Und das? Die ist ja der Hammer. Hab gehofft, du kannst mir sagen, was drauf ist. Wirklich? Wenn ich's gehört habe. Erst nichts wie raus. Das sehe ich auch so. Raus hier. Der hat nur drauf gewartet, bis ich die Karte hatte. Die will nämlich selber raus. So sieht's aus. Ich habe keine Munition, nichts. Aber eine neue Trophäe. Ein böser Regen. Oh, ein Kraut. Das lassen wir natürlich hier nicht stehen. Macht die jetzt das an? Ja, macht das. Macht meine Gesundheit, die ist okay. War das die nötigen Infos? Leider nicht, nein. Ben hat nichts bekommen. Nun, wonach genau suchst du denn? Mehr Infos über die Hintermänner dieser Katastrophe. Was ist mit dir? Versuchst du, die Welt zu retten? Ich habe Lieutenant Brenner gesagt, ich hol Hilfe. Dann viel Glück damit. Gunshop. Komm mal rein. Straße fällt aus. Durch den Waffenladen da ist wohl der einzige Weg. Tja. Ach, die knackt das Schloss. Ist ja doch noch zu was gut. Das wäre ein Chaos. Ich hoffe, hier gibt's ein bisschen Munition. Eine Handgranate. Okay. Langer Lauf. Wo kann ich den dran montieren? Spezialzubehör für die W870, das die Magazinkapazität auf 8 erhöht. Höhere Mündungsgeschwindigkeit auf weniger Streuungsraum für extra Kraft. Also für die Flinte. Kombinieren. Ah ja, perfekt. Braucht jetzt auch, okay, kombiniert braucht es auch 2 Plätze. Ja, ich durchsuche jetzt erstmal alles. Ich werde schon nicht wegrennen. Haben wir hier noch? Oh ja. Das habe ich gewartet. Ich werde Ihnen nichts tun. Ich sagte, nicht bewegen. Ich möchte nur hier durch. Ich bitte Sie jetzt, die Waffe zu sehen. Die Hölle tue ich. Sie drehen sich jetzt um und gehen so wieder aus, wie Sie gekommen sind. Ich glaube, Ihre Tochter braucht Hilfe, Sir. Sagen Sie mir nichts über meine Tochter. Weg damit. Nein! Warte! Zur Seite. Wir müssen sie eliminieren, bevor sie mutiert. Eliminieren. Das ist meine verfluchte Tochter. Ada, lass sie einfach. Emma? Süße, du solltest doch drin bleiben. Daddy? Ja, Daddy ist hier. Ich bin hier. Okay? Verfluchten Dinger da draußen. Das tun die uns an.
Sie sind Cop. Sie müssen doch was wissen. Wie ist das passiert? Ha? Sie war unser kleiner Engel. Mommy. Mommy schläft schon, Kleines. Okay. Und ich bring dich jetzt auch ins Bettchen, okay? Emma. Gehen Sie. Lassen Sie uns allein, bitte. Weißt du, ist okay, wenn du mir die Wahrheit verschweigst. Aber wieso ihm? Ich will rausfinden, was hier passiert. Und die Verantwortlichen aufhalten. Solchen Menschen zu helfen, dafür bin ich Polizist. Meine Mission besteht darin, Umbrella völlig auszuschalten. Überleben vielleicht nicht. Was auch nötig ist, die Stadt zu retten. Ich bin dabei. Okay. Netter Überleitungsfilm. Sehr cool gemacht. Ja, Leute, wir sind jetzt auf jeden Fall raus. Waffenladen waren wir gerade. Ein paar coole Features noch bekommen. Also ist das hier geordnet. Polizeistation, Untergrundanlage, genau. Hinter dem Raccoon Police Department. Jetzt bin ich mal gespannt, mit Ada sprechen. Du kennst die Umbrella Corporation, ja? Das Pharmaunternehmen stellt im Geheimen Biowaffen her. Die haben ein Virus. Es verwandelt Menschen in unzerstörbare Monster. Das erklärt die furchtbaren Dinge hier. Und deshalb suche ich nach Annette Birkin. Sie ist bei Umbrella verantwortlich für die Verbreitung des Virus. Ich bringe sie zur Strecke. Hier kommen wir zu Annette. Nach dem, was du sagst, passt die Kanalisation gut. Schön gesagt. Nach dir. Oh, danke. Okay. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was hier hingeht. Ob das nicht vielleicht eine Falle ist, aber... Nein, die hat mir geholfen, rauszukommen. Tyrant getötet, offensichtlich. Schwer vorstellbar, eine echte Forscherin hier unten. Laut Einsatzzentrale führt das direkt zu Umbrellas geheimer Anlage. Komm schon, die Stadt verwaltet die Kanalisation. Wie können die eine Anlage haben, ohne dass die Behörden davon wissen? Willkommen in Amerika. Umbrella kontrolliert Raccoon City seit Jahren. So sieht's aus. Will ich doch hoffen. So, wo lang? Ah, hier. Ist noch ein Durchgang. Hier ist so dunkel, da kommt bestimmt gleich irgendwas. Was zur Scheiße? Pass auf! Gott weiß, was hier unten ist. Ah, das ist ein Riesenkroko. Sehen.
Das ist alles noch rot. Hier ging es doch irgendwo durch, oder? Nee. Hier geht's doch rein. Ach, Speicherpunkt. Würde das schon interessieren. Warum ist es noch rot? Vielleicht dann auch mal eben zurück. Hier rennt mir brav hinterher, oder wie? Vielleicht habe ich ja doch mal irgendwo was vergessen. Aber gesehen habe ich eigentlich nichts. Rennt mir echt hinterher. Cool. Mal gucken, aber. Jetzt ist alles blau. Ja, weswegen? Komisch. Ich habe jetzt ja nichts weiter gefunden. Okay, umsonst gelaufen, aber egal. Lieber einmal mehr gucken und nichts vergessen. So, wie sieht es mit der Box aus? Muss ich irgendwas ablegen? Kann ich was ablegen? Gegengift. Also das Kraut ist ja totaler Mist. Weiß nicht, was das mir im Moment bringen soll. Vielleicht später noch irgendwo, aber im Moment mal nicht. Okay, cool. Mal einen neuen Slot. Kommen wir hier durch. Ah ja. Mal gut umschauen. Ob es nicht doch irgendwo was gibt, aber. Jetzt kommt sie nicht mit. Naja, ich laufe jetzt mal los. Na doch. Ist hier noch irgendwo was? Nein. Mit der Sonnenbrille. Sieht zwar cool aus, aber hier unten ist ja wirklich dunkel. Das ist sehr gut. Könnte auch ein Hinweis darauf sein, dass da bald wieder was kommt. Umzukehren, Leon. Keine Chance, du hast mich bis zum Schluss am Hals. Das ist eine Art Maschinenraum oder sowas. Ah! Ah. Bist du sicher, das ist der richtige Weg? Leider ja. Warte da. Jetzt kommt der Super-Kroko, oder? Ach du Scheiße!
Scheiße! Man muss hier schon wegrennen. Ekelhaft. Ja, beiß ruhig drauf. Das nenne ich eine Explosion. Handgranate. Kau da dran, du übergroßer Mistkerl. Bäh. Fleischklops. Und jetzt? Jetzt bin ich hier. Leon, hier oben. Was zur Hölle war? Komm einfach hoch. Sei nicht so zickig. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Du sagtest, das Virus verwandelt Menschen in Monster, nicht Reptilien. Guter Punkt. Bin nur beeindruckt, dass du noch in einem Stück bist. Verkauft Monster wie das da an wen? Unser Militär? Jemand anderes? Sie verkaufen keine Monster. Sie verkaufen Viren, die Monster machen. Und Annette macht die Viren. So fürchterlich der Alligator auch war, Annette ist viel gefährlicher. Okay, ein Alligator. Kein Krokodil. Einverstanden. So, wo sind wir denn hier? Okay. Ja, Leute. An der Stelle mal bis dahin. Ich mache mal wieder einen kurzen Cut. Schaut in mein nächstes Video, dann seht ihr, wie es weitergeht. Danke fürs Zuschauen.